Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles in der Definitive Edition. Ich habe jetzt nach den einschneidenden Ereignissen des letzten Mals irgendwie 4 Wochen Spielpause hinter mir, was ziemlich krass ist, irgendwie an so einem Wendepunkt der Story, wo man jetzt endlich mal vielleicht erfährt oder ein bisschen mehr erfährt, was dahinter steckt. Danach erstmal 4 Wochen Pause machen zu müssen, einerseits durch Urlaub und andererseits, weil ich noch ein paar andere Dinge zu tun hatte. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch kämpferisch wieder ein bisschen raus aus dem Spiel, aber das macht nichts, da werde ich mich schon wieder reinfinden. Ja, wir haben beim letzten Mal die Macht des Monados entfesseln können, mit Hilfe eines Riesens, der dabei leider draufgegangen ist, aber wir können jetzt auch die Eisengesichter bzw. die Gesichtmechons bekämpfen. Der Kaiser ist dabei leider auch draufgegangen, in einem der Gesichtsmechons saß, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie Fiora, bin mir irgendwie ein bisschen Shrek geschädigt, weil wir letzte Zeit auch Shrek geguckt haben. Fiora saß in einem der Mechons, zumindest körperlich, sie hat es glaube ich nicht so richtig wiedererkannt. Der Kaiser ist auch gestorben und irgendwie sind wir alle ziemlich down. Melia hat jetzt hier oder tritt in einem Jahr die Nachfolge an, interimsmäßig macht das irgendwie ihr Bruder. Was machen wir hier eigentlich? Im silbernen Mechon sitzt ein Homs. Wenn das wirklich Fiora ist, ist Dunben sicher am Ende. Ach ja, genau. Wir wollen Dunben aufsuchen und mal gucken, was er zu dieser Fiora-Geschichte sagt. Genau. Und Elvis spielt irgendwie auch ein komisches Spielchen. Er hat sich jetzt auch schon öfters mal in verdächtigen Szenen gezeigt, wo man gesehen hat, dass er nicht nur die Ziele verfolgt, die er uns gegenüber vorgibt zu verfolgen. Auch nachdem wir da oben auf dem Platz mit dem Riesen, nachdem wir da wieder verschwunden sind, hat er auch nochmal mit dem Riesen irgendwie geredet. Bin mir nicht so sicher, was er da wirklich vorhat und tut. Aber das werden wir noch früh genug erfahren, denke ich. Jetzt müssen wir anscheinend mal diese Aussichtsplattform da betreten. Oder steht er da? Ne, er scheint da sogar zu stehen. Und ich wollte gerade sagen, Ausschau nach Dunben zu halten. Aber er steht da. Was hat er für ein Riesenschwert? I've been looking for you. So this is where you were. Shulk. Apologies. Was everyone worried? Of course. Me especially. Hmm? It's just, I've been thinking about Fiora. And I can't help wondering. Wondering what? You saw how Fiora acted. It was like she didn't even recognize us. Yes. It's unsettling. But Shulk, don't get me wrong. I'm not sad. Even if she doesn't recognize me. I'm glad to know she's alive. Dunban. You see, Fiora was born many years after me. And not long afterwards, we lost our father to a Mechon. It was left to me to protect and raise her, almost like a father. I was always jealous that she had you as her brother. Ah, yes. You and Fiora used to be inseparable. Yeah. I need to tell you something. I always thought, if Fiora were to be with anyone, it should be you. Okay. What? Schulk wusste das anscheinend selbst so nicht. Ryan hangs out with her just as much as me. Yeah, he does. But Fiora doesn't like him in that way. Oh. See. He's a nice guy. Reminds me of myself when I was his age. All reckless and hot-headed. Probably why he's not right for her. Listen, Shulk. Yes? A lost life can never be returned. But she's alive. It doesn't matter that she's lost her memory. Yeah. I guess you're right. Fiora and I have spent our entire lives together. The memory of that can't have disappeared completely. It's up to us. We have to help her remember. Help me, Shulk. Help me get her back. You know I will. Okay. Let's go tell the others. Ja, sie zurückholen ist auf jeden Fall ein guter Plan, wobei ich mich frage, ob sie wirklich sie ist oder nicht irgendein Klon oder sonst was eventuell. Hier ist ja irgendwie alles möglich. Hey, they're back.
Have you gathered your thoughts? Yes. Sorry to be a nuisance. Shulk? You too? Yep. All thanks to Dunban. I'm glad. Forgive me. His Highness Kallian summons you. You think something's happened? We won't know until we get there. Ja, dann gehen wir doch mal gucken, was der Kaiser von uns will. Unsere Gruppe ist wieder vollständig, sehr schön. Ja, und das Interessante mit der entfesselten Macht des Monados ist auch noch, dass das Monado kann jetzt halt die Eisen- bzw. Gesichtsmechons auch bekämpfen. Und vorher konnte es ja auch keine Menschen verletzen. Und man hat ja in dem Mechon gesehen, in dem einen, dass da halt Fiora oder wer auch immer das ist, drin sitzt. Ich vermute mal, deswegen konnte man diese Mechons auch nicht besiegen, die Gesichtsmechons, weil da wahrscheinlich überall ein Mensch drin sitzt. Und jetzt, wo unser Monado entfesselt ist und es wahrscheinlich auch Menschen töten kann, wenn wir das wollen, kann es jetzt deswegen wahrscheinlich auch diese Eisen, diese Gesichtsmechons töten. Weil es halt diesen Mensch, der da drin sitzt, auch angreifen kann. Das wäre zumindest im Moment meine Erklärung. Mal sehen, ob das so hinhaut. Im Audienzzimmer. Schauen wir mal, was Melias Bruder von uns will. I apologize for calling you at short notice. It's fine. Is anything wrong? I must apologize to you all. Forgive our hubris. We High Entia were arrogant enough to idly sit behind our defenses, safe in the knowledge that Mekonis lies a great distance from our land, and we were wrong. Our decision to ignore the Mekon assault on your homeland was wrong. Your Highness, does this mean... Yes, Shulk. We will face the dangers ahead together. Brother! Na Gott sei Dank. Which leads me to my request. After setting eyes on a group consisting of Homs, Nopon, and High Entia alike, I realized an allied army must be formed. I ask that you act as ambassadors for the assembly of this force. Tell me your thoughts, Shulk. I need time before I make a decision. Ja, aber wer sollte besser geeignet sein als diese gemischte Gruppe, um eine gemischte Armee zusammenzuführen? Wobei ich sagen muss, dass es insgesamt auch reichlich dumm von den Hochenzia war. I do not believe that to be true. Then why? Shulk has other people to consider. Weil es ist ja klar, wenn Bionis fällt, fallen sie mit als Einwohner von Bionis. Dass sie sich da bisher bei irgendwelchen Angriffen vornehm in Zurückhaltung geübt haben, war vielleicht nicht der allerklügste Schachzug. That wasn't like you, Shulk. I'm sorry. You know you can talk to me. It's Fiora. That's why you're hesitating. Yeah. Genau. You wouldn't think twice otherwise. I just don't know. Wir wollen Fiora retten und hier nicht rumhampeln. Melia, I used to believe my father did not love me. Until the day he died. What? Er hat doch immer erzählt, wie stolz er auf sie ist. Of loved ones until after they are gone. That is simply too late. You're right, Melia. I've made up my mind. I'm going to get Fiora back. You don't have to do this. I'll go and look for her myself. The burden should be mine. No. Wir machen das schon zusammen. As much as you. Leave the ambassador stuff to me, Shulk. I'll probably make a mess of it. But we're a team. You can count on me. I'm afraid that is my duty, Ryan. I am of both High Entia and Hom's blood. I am the Crown Princess and of mixed heritage. Thus, I am best suited to carry out this task. Auch das ist korrekt. Yes.
I will remain here. We must say goodbye. Okay, ich dachte, sie wäre ein dauerhaftes Gruppenmitglied. Is that what you really want? Yes. But promise me, when you find her, you'll come back. I'll be here waiting for you. I don't know what to say. Thank you. Jo, der etwas plumpe Ryan als Verhandlungsführer wäre auch irgendwie nicht meine erste Wahl gewesen. Er ist ja doch ein bisschen hitzköpfig und wenig bedacht. I am sure he already understands. Besides, it's likely that the ministers are harassing him at this present moment. We should spare him any further inconvenience. Then, this is goodbye. Yes. Come back as soon as you can. We are in great need of your help. Got it. Aber es ist jetzt doof, wenn ich sie los bin. Why are you still here? Listen, I'll keep an eye on Shulk for you. Whatever can you mean? Well, it's a risky strategy, letting Shulk go off and just hoping he'll come back to you. Shulk and I are merely... Yeah, yeah. But remember, the longer he's away, the more chance his feelings for you will fade. But once we find this Fiora, I will personally whisk him back here in a heartbeat. Don't give up. Aber Shulk und Fiora und nicht Shulk und Milia. Great. Oder es wird auch eine Doppelhochzeit. Brother? Just on your way out, I see. It's not what... I'm sorry, Your Highness. About your offer. We must humbly decline. I see. Very well. Let us hope my sister does not shed too many tears. I stay because I must, brother. There's two Milias. Hmm? Rhyme wrong. This Milly smell different. Yes. We need Melia to learn more of the lands of Bionis. But she is still bound to handle public matters. Hence, another Melia. Kallion. Soll man sein Volk belügen? Ich glaube nicht. Your Highness, Crown Princess. As your humble subject, I formally request the following. Speak. I request that you accompany Shulk in his quest to find the Mekon that attacked Alkamoth. Are you sure? Shulk, I am aware of everything. Go forth and follow your heart. There will come a day when we need you. But it is not today. Your Highness, that means a lot to me. That is one cool prince. If only someone had his sensitivity. Sensitivity? I'm sensitive. Ja, Ryan, du bist der sensibelste von allen von uns. That's a relief. Na Gott sei Dank, das ist auch für mich wichtig. The silver-faced Mekon fled to Galahad Fortress, the Mekon stronghold at Sword Valley. It will be a treacherous path. My sister is in your hands. Thank you, Kallion. I will keep her safe. Regent, I accept your request. I will return victorious with Shulk. I am most pleased. Leaving without me? Do you want to come? To reach Galahad Fortress, you will need to travel through Valak Mountain on the right arm of the Bionis. The snow-covered mountains are fraught with danger. Those unfamiliar to them risk never coming back. Of course, you would be familiar with that region. Then there's no point in wasting time. Leave the Allied force to me. I am not known for my diplomacy, but call it pride. I shall succeed. We'll join you as soon as we can. Schauen wir mal. I look forward to the day. Heroes of Bionis,
Make us proud. You see? Now we're getting some respect. We're back to this again, are we? See you soon, Kallion. Na gut, Melia kommt doch mit uns, Gott sei Dank. Und Elvis als Gast haben wir auch noch dabei. So, wie sieht es aus? Questtechnisch haben wir hier noch irgendwas, irgendwo. Gott sei Dank nicht, wenn ich noch dran denke, ey, wie wir hier am Anfang rumgerannt sind. Und ich glaube, eine Folge lang, wenn ich mich richtig erinnere, nur Quests angenommen haben, weil da einfach so viel los war. Naja. Warum ich gerade froh bin, dass Melia noch dabei ist. Wir hatten, glaube ich, irgendwo in Kolonie 9 noch einen so eine Quest offen. Wo irgendwie meine Mädels sich sehr gut verstehen mussten. Beziehungsweise zwei meiner Mädels. Und ich hatte doch irgendwas gepusht. Genau, Melia und Shala und... Ich müsste sie mal aktiv kämpfen lassen, damit sich ihr Verhältnis weiter pusht, damit ich diese Quest mal beenden kann. Ich weiß noch nicht mehr so ganz genau, was das für eine Quest war. Ich weiß nur noch, dass ich das Verhältnis zwischen zwei der Mädels irgendwie auf ein hohes Niveau bringen musste. Das Problem ist, es sind nicht die Mädels, die ich normalerweise in meiner Gruppe habe. Okay, eine Heilerin und eine Magierin wäre es. Das würde schon irgendwie klappen. Aber sie sind sowohl skilltechnisch als auch ausrüstungstechnisch jetzt nicht optimal ausgerüstet. We will need to traverse Sword Valley if we wish to reach Galahad Fortress. If Colony 6 were in better shape, we could have taken a pod from there. How are we getting there? We will take the path down from the Bionis right arm. Sword Valley is where the arm meets the Mekonis sword. Aha. So that's our route. As I said earlier, it is a snow-covered mountain range. And you should expect a tough climb. Are we all ready? Müssen wir, ne? Never be. Quite. Jetzt nehmen wir eins dieser Shuttle hier, oder wie? We will head through Machna Forest. This short-range pod will be our transport. Sag ich doch. All aboard, people. Na dann mal auf, wo ist das Shuttle? Da. Na, da sind noch so ein paar Quest-Mobs anscheinend. Aber ich glaube, das ignorieren wir jetzt fürs Erste. Yes? Ich habe Befehle von Prinz Kallion erhalten. Ich soll euch in den Wald von Machna bringen. Seid ihr bereit zum Abflug? Na klar sind wir das. Auf in den Wald. Und wenn wir nicht bereit sind, kommen wir zur Not nochmal zurück. Ich frage es, wie kommen wir eigentlich zurück, ne? Wir sind ja... Ne, stimmt gar nicht. In dem Wald sind wir durch das Innere des Bionis gelangt. Wie sind wir dann nochmal hier hingekommen? Naja, egal. Kann ich jetzt hier immer hin und her reisen, wenn ich das muss? Yes. Ja, man kann anscheinend hier jetzt immer hin und her reisen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Ah, jetzt sind wir endlich auf der Seite, wo ich mich schon immer oder letztes Mal auch schon gefragt habe, wie wir da überhaupt hinkommen. Aber ich gucke gerade mich nochmal hier um, weil ich eigentlich nochmal gucken wollte, wie wir nochmal hier ins Arithmeer gekommen sind. Aber es ist zu lange her. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. So, jetzt gehen wir erstmal uns da hinten die Quest abholen, die uns schon so oft angeblinkt hat und wo ich nicht wusste, wie ich da hinkomme. Ist auch endlich dieses Rätsel mal gelöst. Und, Gruppe. Ryan will ich... Es ist geil, ne? Man macht irgendwelche Zwischensequenzen und danach ist auf einmal die Gruppe neu zusammengesetzt. Ups. Aber ich probiere es jetzt mal ein bisschen in der Zusammensetzung.
um, ja, wie gesagt, die Verbundenheit zwischen den beiden noch ein bisschen zu erhöhen. Natürlich fette Kämpfe am Start sind, dann werde ich natürlich, dass wir irgendwie wieder austauschen müssen gegen Dunben und Ricky. Der Noppon-Forscher. Hilfe, Hilfe. Nicht gucken, helfen. Brücke kaputt. So unpraktisch. Ja, das ist wirklich unpraktisch. Das hört sich nicht gut an. Wir sollten schnellstmöglich etwas unternehmen. Stimmt ihr mir zu, Schulk? Ja, von und ganz. Hoffentlich können wir helfen. Was tun? Was tun? Keine Brücke, großes Problem. Arme Noppon kommen nicht rüber. Ja, das ist wirklich unpraktisch. Ohne die Hochensia wären auch wir gar nicht hier. Das muss schlimm für euch sein. Fürchterlich schlimm ist es. Aber Schicksal hat euch gebracht. Möglicherweise. Aber was genau sollen wir tun? Ihr müsst Zeug sammeln für die Reparatur von Brücke. Brauche Kuttelbretter und Rogelkämme. Guck mal, habe ich sogar schon ein paar von. Schön, so schön mit euch zu sprechen. Danke. Gut, ich kümmere mich darum. Das werden wir schon schaffen. Wer sich dabei ein paar Schrammen holt, kommt einfach zu mir. Danke, Shada, wir zählen auf dich. Ja, vielleicht sollte ich das tatsächlich mal angehen. Ja, auf aktiv setzen. Von den Kutteln im Magnawald und Rogelkämme. Ich denke, das werde ich mal machen, weil ich glaube, diese Brücke zu reparieren ist schon ziemlich praktisch, wenn man sich hier im Gebiet freier bewegen kann. Okidoki. So, wo sind wir jetzt hier? Müssen wir runter? Ja, ne? Wahrscheinlich. Oder dann üben wir uns jetzt mal im Kampf. Obwohl, jetzt haben wir auch gar keinen richtigen Tank dabei, ne? Naja, gut, gegen normale Gegner tank ich das dann halt ein bisschen. Auch wenn ich dann meine Angriffe von der Seite etc. total vergessen kann. So, 2 von 5. Da die alle so low-level sind hier, die Viecher, und mich noch nicht mal mehr angreifen, ist es eigentlich mal eine entspannte Sache, diese Brücke zu reparieren. So, immer drauf da. Ach, ernsthaft? Warum greifen wir die denn jetzt auch noch an? Und wer schläft hier? Ne, ich nicht. Okay. Wow, was geht denn mit ihr ab? Ja, klar. Und der Dicke. Sag mal, wer greift immer die anderen an? Naja gut, lebenstechnisch ist das hier Gott sei Dank wirklich kein Problem. Oh, das war zu früh. Okay, vielleicht muss ich mich nächstes Mal geschickter positionieren, dass wir nicht immer direkt die ganzen anderen Viecher hier noch mitnehmen. Jetzt weiß ich auch nicht, welche die richtige Kiste hier ist. Ich muss sie jetzt alle aufmachen für meinen Quest-Loot. Na gut, es war auch nicht das dabei, was wir gebraucht haben. Aber da unten stehen ja noch genug rum. Natürlich immer wieder zwischen den Großen. Sollte nicht Shada da drauf ballern? Na, natürlich kommen dann auch direkt wieder beide. Shada, du musst echt mal ein bisschen besser zielen. Der Kleine ist schon tot? Gar nicht mitbekommen. Sehr gut. Jetzt habe ich mich da von dieser Brücke wegteleportiert, ne? Wo ist der Kleine hin? Warum ist der einfach weg? Kuttelbrett. Ich hoffe, ich kann mich da auch wieder hin teleportieren nachher zu der Brücke. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob da ein Wegpunkt ist oder nicht. Das war natürlich auch nicht so schlau gewesen. The enemy's weak, but don't drop your guard. I will give it my all. Natürlich kommen sie wieder alle angerannt. Almost backlash. Looks like it's
Achso, da ist noch einer. Wow, ich kann mal von hinten angreifen, weil ich nicht die Aggro habe und dann ist es auch ein One-Hit. So. Wie viel brauche ich denn von dem ganzen Quatsch noch? Drei von fünf Kuttelbrettern. Danach brauche ich noch irgendwas anderes, glaube ich. Das kann ja doch noch was dauern hier. Überlege ich gerade, wie verbessert sich deren Verhältnis eigentlich? Reicht das Kämpfen oder muss ich dafür irgendwelche Quests annehmen, wo sie sich gegenseitig anfeuern? Weil das passiert ja auch immer bei Quests, dass sie sich gegenseitig anfeuern oder auch mal mich anfeuern, je nach Quest, wer uns den gibt etc. Und dabei geht, glaube ich, die Verbindung auf jeden Fall ein bisschen hoch. Ja, und sie kommen alle... Naja, schauen wir mal. Hallo, was passiert hier? Das ist echt ein geiler Angriff, den sie da drauf hat. Was auch immer sie da genau macht. Aber ich denke mal, ich muss natürlich auch nochmal durch Geschenke ein bisschen pushen. Aber letztes Mal habe ich, glaube ich, alles ausgegeben, was ich ihr so schenken konnte. Um das Verhältnis zu pushen. So, noch ein Kuttelbrett. So, dann hoffen wir mal, dass das letzte Kuttelbrett hier drin war. Aber es war es natürlich nicht. Ne, ich nehme lieber den da hinten in der Hoffnung, dass da nicht so ein dicker Gegner neben steht. Ach so, er ist da unten. Oh, und da stehen auch so dicke neben. Ach, ist doch alles Kacke. Dann nehme ich doch den da hinten. Und drauf da. Was hat er denn für ein lustiges Gesicht? Hatten wir schon immer irgendwie so eine komische lila Maske auf und mir ist es nur nicht aufgefallen. Leute, eure Auto-Attacken müssen auch mal ein bisschen schneller werden. Geht das? Ein Kuttelbrett, so ungefähr in jedem zweiten war eins drin. Was brauchen wir jetzt noch? Erbeute von den Nebelrogen im Sumpf von Sartol. Okay, dann müssen wir da weitermachen. Ah ja, es wird einmal auch angezeigt. Dann schauen wir mal, wo wir diese Nebelrogel finden. Ich glaube, das waren irgendwelche Fliegeviecher oder so. Ja, eigentlich überall hier. Sag ich doch. Oh, das ist der Sonnenschweig. Den Name muss ich...
Ich wollte gerade sagen, den Named muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Aber es war in dem Moment auch schon vorbei mit dieser Annahme. Das war jetzt in der Tat ein bisschen doof. Dass wir den mitgenommen haben. Na komm, wir probieren es mal hier mit. Boah, was weiß ich. Und da war es auch schon vorbei. Unsere Harmonie ist einfach nicht gut genug. Nee, also das macht in einer nicht optimalen Gruppenzusammenstellung wenig Spaß, auf größere Gegner zu gehen. Das dauert einfach zu lange. Oh, hier hat er mich irgendwie umgeboxt. Na, ich hoffe, der hat wenigstens ein Quest-Item dabei. So, Verteidiger. Ein Rogelkamm. Das ist doch tatsächlich das, was wir brauchen, oder? Ah, da haben wir es auch schon fertig. Ja, guck mal. Da können wir sogar diese Quest in diesem Part wenigstens noch abgeben. So, wo war es jetzt genau? Da war es, ne? Ich hoffe, damit ist die Brücke auch wirklich fertig. Nicht, dass er uns nochmal auf 5 Materialmissionen schickt. Das geben wir jetzt auf jeden Fall noch eben ab. Was ist denn hier für eine verschwommene Ansicht? Oder habe ich mir das eingebildet oder zu viel getrunken? Hier verschwimmt irgendwie alles, oder? So, kleiner Pon. Hier, nimm das Zeugs. Ja. Zeug gefunden, alles? Ui, seid ganz fix. Mache Brücke wieder ganz, wartet nur. Ja, sehr cool, damit sind die Gebiete verbunden. Alle Noppern, fröhlich wegen euch. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Wir haben ein befriedigendes Resultat erzielt. Genau, das war jetzt zum Beispiel Harmonie zwischen mir und Melia. Zwischen Melia und Shana wäre ja schöner. Jetzt ist Leben für euch und für Noppern im Dorf viel besser. Habe Brücke ganz gemacht, aber nur mit eurer Hilfe. Ja, sehr cool. Nachdem wir jetzt hier diese schöne Verbindung wiederhergestellt haben und die Noppons quasi wieder vereint haben. Kiefernager, können wir es gebrauchen. Schauen wir mal eben nach. Oh, ich habe 3 Slots in meinem Monado. Ist das neu? Ja, sie hat mal so gar nichts gesockelt. Wo ist er denn? Boah, den habe ich gerade bekommen, oder? Das ist ordentlich zumindest Auto-Attack-Schaden mehr. Und ich könnte auch noch was reinsockeln. Weniger Blockrate. Naja, nehmen wir erstmal Äther ab. Ist ja auch mehr so ein Zauberer. Okay, aber nichtsdestotrotz an der Stelle neue Technik und Harmoniemünze machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich sag hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.